So, da sind wir schon bei dem nächsten Tipp, den ich euch geben kann. Wundert euch nicht, wer da vor mir rumläuft. Das ist meine Frau, die geht anscheinend gerade mit der Karre spazieren. Gehst du spazieren? Nein, ich sammle Holz. Ja, dann geh Holz sammeln. So, worum soll es in diesem Video gehen? Ganz simpel erklärt. Leute, was sind schon das Stream gestartet? Auch nicht schlecht. Kann sich auch einige wundern. So, worum soll es gehen? Richtig, ihr seht schon, Wegpunkte. Ja, also ich habe hier immer meine Höhlen bzw. Dungeons markiert und geguckt, ob sie leer sind oder nicht. Wie mache ich das Ganze? Ihr geht einfach, ihr seht ja meine Maus gerade, hier ist unser Bett, da bin ich als letztes gestorben. Ist immer toll, wenn du kurz vor der Base stirbst. Einfach Doppelklick und dann könnt ihr auch das Symbol aussuchen. Nee, das Symbol muss man vorher aussuchen, siehst du? Aber einfach Doppelklick, dann kann man was schreiben. Zack, Test. Und das Ganze entfernen kannst du mit Rechtsklick. Also, wenn du vorher aber ein Symbol aussuchen willst, keine Ahnung, man kann sich die Minen natürlich, nicht Minen, Dungeons, keine Ahnung, wie man will, halt mit einem Kreis markieren. Da, man muss eigentlich, ne, man muss sogar nicht mal unbedingt was hinschreiben. Und zum Beispiel, was kann man denn noch nehmen? Als Haus kann man sich zum Beispiel, wenn man Außenlager hat, markiert man sich das als Außenlager. Was ich auch bei manchen gesehen habe, die haben sich die Erze markiert mit einem einfachen. Ganz ehrlich, ich kann euch nicht sagen, was das für ein Zeichen ist. Schatz, was ist das dritte Zeichen bei der Map? Guck mal Ich gerade. kämpfe. Achso, sie kämpft, sie kann mir auch nicht helfen. Also, wer mir sagen kann, was das Zeichen erklärt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Also, ich weiß es wirklich nicht. Aber so könnte man sich im Prinzip Erzvorkommen markieren. Zum Beispiel, wenn man Kupfer findet, Zinn oder so. Wäre eigentlich eine gute Idee. Portale werden später noch kommen, soweit sind selbst wir noch nicht. Oh ja, mehr wollte ich eigentlich euch jetzt so nicht verraten. Das einzige Problem, was es gibt, wenn meine Frau jetzt zum Beispiel auf ihre Map guckt, obwohl wir auf einem Server spielen, sie sieht die ganzen Zeichen nicht. Das ist halt echt ein bisschen blöd gemacht. Vielleicht ändern die das noch, weil meine Markierungen können ihr natürlich auch weiterhelfen. Weil sie hat mir zum Beispiel auch was markiert. Wieso, ja, siehst du das nicht? Ich so, nö. Aber vielleicht kommt das noch später ins Spiel rein. Oder jeder, der das Video sieht, einfach mal den Entwicklern eine E-Mail schicken, ist ja schnell möglich. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit dem Video. Wenn ich dir damit weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Eventuell guckst du mal im Stream vorbei, wenn ich mit meiner Frau wieder ein bisschen hier rumdaddeln bin. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.